War sehr beeindruckend. Ja, vielen Dank für den Film und dass die hier sind. So, bitte noch kurz zu Moritz Riesewick. Du hast es ja schon angerissen. Liebe Natascha, Sie sind Autor, Theater- und auch Filmregisseur, studierten Wirtschaftswissenschaften im Fernstudium. Fand ich ganz klasse. 3 Semester. Ja, ja, großartig. Dann Regie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. September 2017 erschien dann Ihr Essay Digitale Drecksarbeit, wie uns Facebook und Co. vor dem Bösen erlösen. Danach treten Sie gemeinsam mit Ihrem ehemaligen Studienkollegen Hans Block den preisgekrönten Dokumentarfilm, den wir eben gesehen haben, The Cleaners. Er wurde unter anderem beim Sundance Film Festival gezeigt, gewann viele Preise, unter anderem 2019 den Deutschen Fernsehpreis. Ist das richtig? Es stand im Internet, dann stimmt's nicht. Also, Waren nominiert, aber haben wir okay, nicht bekommen. okay, nicht bekommen. Gut, aber mit nur 33 Jahren, dann bin ich dann doch richtig, sind Sie sicher einer der jüngsten Grimme-Preisträger? Denke ich, einer der, ja, also so, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Danke. So, The Cleaners, also im Schatten der Netzwelt. Mehr als 3 Milliarden Menschen sind durch soziale Netzwerke verbunden. Jede Minute werden 500 Stunden Video auf YouTube hochgeladen, 450 Tweets auf Twitter und 2,5 Millionen Posts auf Facebook. Nicht alles, was hochgeladen wird, bleibt. So beginnt Ihr Film. Erste Frage: Wie reagierten Facebook und Co. auf diesen Film? Ja, zunächst mal gar nicht, weil wir also ja schon während der Recherchen immer wieder versucht haben, Facebook, Google, also denen ja YouTube gehört, Twitter und auch andere Internetfirmen ja, zu konfrontieren mit diesen Arbeitsbedingungen in Manila, denn die sind da alle vertreten über Outsourcing-Firmen. Und es gab keine Stellungnahme, es gab keine Möglichkeit für Interviews. Wir hatten halt lediglich die Möglichkeit, ehemalige, ja teils auch hochrangige Mitarbeiterinnen dieser Unternehmen zu interviewen, wie jetzt Nicole Wong zum Beispiel, die für YouTube eben die ersten Richtlinien erlassen hat, die jetzt im Film auch immer wieder also vorkommt. Aber es gab eben überhaupt keine Reaktion und keine Möglichkeit, mit hochrangigen Vertreterinnen dieser Unternehmen in Interviews zu sprechen. Und als der Film dann fertig war, haben wir den Film als erstes diesen Unternehmen zugeschickt, damit sie sich den anschauen konnten und auch da nochmal die Gelegenheit gehabt hätten, zu reagieren, bevor der bei Sundance zur Premiere kam. Und auch da gab es keine Reaktion. Das ist natürlich auch nachvollziehbar, denn das wäre jetzt PR-mäßig auch nicht wirklich clever. Stattdessen halten es diese Unternehmen dann eher so, dass sie den Eindruck erwecken, sie hätten eh alles unter Kontrolle und wären sich eh all dieser Dinge längst bewusst und würden schon längst an Lösungen arbeiten. Also es gibt ja dieses geflügelte Wort, we can fix it, das Zuckerberg auch mehrfach irgendwie wörtlich oder halt sinngemäß vor dem Kongress gesagt hat. Also ich weiß nicht, wer das damals gesehen hat, der war ja mehrfach selbst oder auch über Vertreter vorgeladen vor dem US-Kongress und sollte sich äußern zu verschiedenen Dingen, nicht direkt zu unserem Film, aber unter anderem auch zu diesen Datenschutzdingen. Es war eigentlich immer wieder die gleiche Haltung. So, lasst uns in Ruhe, wir machen das, wir regeln das alles, danke für die Hinweise. Interessantes Feedback, wir nehmen das auf und wir kümmern uns darum mit Teams und ansonsten bitte keine weiteren Regulationen. Da wusste man teilweise gar nicht mehr so genau, wer jetzt eigentlich auf der Seite der Politik ist und wer auf der Seite der Wirtschaft. Das verschmolz da so auf interessante Weise. Also es gab auch jetzt nach Erscheinen keine klare Reaktion.
Nee, keine klare. Es wurde mal eine britische Zeitung angegriffen, die unseren Film besprochen hat und die eine relativ offensive Überschrift gewählt hatte. Da hat Google sich dann offenbar gemeldet bei denen. Okay. Was auch immer wieder passiert ist, ist, dass wenn der Film irgendwo gezeigt wurde und dann die Veranstalter den Trailer hochgeladen haben auf Facebook oder YouTube oder so, ja, dass der regelmäßig runtergenommen wurde mit dem Hinweis, der sei gewaltverherrlichend. Genau. Das ist natürlich. Das hatten Sie erzählt, das ist vollkommen absurd eigentlich. Was jetzt für mich so interessant ist, welche Voraussetzung muss so ein Mensch, so ein Cleaner haben? Ich meine, er muss ja eine gewisse Allgemeinbildung haben, er muss ja womöglich ein Studium haben. Wie wird er auf diesen Job vorbereitet? Wie wird er ausgewählt? Wie beliebig ist das oder welche Voraussetzungen gibt es da? Also offiziell im Grunde keine. Also wir haben das selbst erlebt. Man wird auf der Straße in Manila angesprochen, wenn man da langläuft. Da sind dann so Recruiters, die haben so Stände aufgebaut am Straßenrand und sprechen da jeden und jede an, die da vorbeiläuft, ob er oder sie einen Job sucht. Das sind oft College Graduates, also sehr jung, die auf der Suche nach einem ersten Job sind. Und die für viele Familien in Manila auch einfach sowas wie Hoffnungsträger oder Hoffnungsträgerinnen sind. Das heißt, die Familien hoffen dann darauf, dass die Kinder zu Breadwinners werden und damit die ganze Großfamilie mit durchfüttern. Also das heißt dann, die sollen mal in die Stadt gehen. Dieser Job ist natürlich erstmal prestigeträchtig, weil er findet nicht auf einer Müllkippe am Rand der Stadt statt, sondern in so einem Büroturm. Das sieht erstmal schick aus. Steckt ein Internetunternehmen dahinter, das hört sich auch gut an. Und in vielen Fällen wissen die Menschen gar nicht, die 18-, 19-, 20-Jährigen, auf was sie sich da einlassen, wenn sie da angesprochen werden. Bei uns war das dann so, wir haben das mal ein Stück zugelassen oder haben mal ein Stück dieses Spiel mitgemacht und hätten uns fast rekrutieren lassen. Sind dann in so einen Hinterraum von so einem Fastfood-Restaurant geführt worden. Ich beschreibe das da auch im Buch noch ausführlicher, wo uns dann irgendwie so der Vertrag dargeboten wurde. Und da stand dann eben auch nur, ja, man muss in der Lage sein, irgendwie lange zu arbeiten. Und es geht um einen Non-Voice-Job. Also es geht nicht um Callcenter-Arbeit, sondern eben andere Art von Computerarbeit. Es wurde dann irgendwie umschrieben mit Community Operations Analysm oder so. Das sind dann so Ausdrücke dafür. Da weiß natürlich kein Mensch, dass es dieser Job ist. Und die meisten erfahren das dann im Training, mit was sie es da zu tun haben. Und für viele ist dann der Lohn schon längst so verlockend oder eben teilweise auch existenziell geboten, dass er oder sie dann nicht sagt, mache ich nicht, sondern dann drin bleibt und im Nachhinein die Konsequenzen spürt. Genau, und wie seid ihr sozusagen jetzt auf die Protagonisten im Film gekommen? Weil wenn die ja nicht darüber reden dürfen, wo sie arbeiten und so, ist es wahrscheinlich auch ganz schwierig, an die heranzukommen. Ja, genau. Das hat ganz lange gedauert. Also zum einen überhaupt erstmal in Manila ausfindig zu machen, wer diesen Job macht, weil eben das so entsprechend verschlüsselt wird über solche komischen Ausdrücke. Dann haben zum Beispiel die Outsourcing-Mitarbeiter, die für Facebook arbeiten, die mussten auch immer vom Honey Badger Project sprechen. Also die durften niemals in den Mund nehmen, irgendwo öffentlich oder halb öffentlich, dass sie für Facebook arbeiten. Da mussten stattdessen immer dieses Codewort benutzen, Honigdachs-Projekt oder was das auf Deutsch heißt. Und das haben wir eigentlich durch Zufall über ein kleines Netzwerk aus Studierenden, das wir da aufgebaut haben in Manila, dann rausgefunden und dann wussten wir zumindest schon mal, wann immer irgendwo die Rede war von diesem seltsamen Honigdachs-Projekt, dass es sich um Facebook handelt. Es war irgendwie am Anfang wirklich so eine Arbeit von so seltsamen Hobbydetektiven, die wir da übernommen haben. Und der nächste und vielleicht noch viel schwierigere Schritt war dann, wie können wir ethisch so einen Film machen, also wie können wir einen Film machen, ohne jemanden in Gefahr zu bringen, wie können wir einen Film machen, ohne dass
er oder sie seine oder ihre Existenzgrundlage verliert. Wie können wir das machen, ohne dass jemandem diese Strafzahlungen drohen? Und das war ganz schön schwierig. Also wir haben da auch kooperiert mit Anwälten, die uns beraten haben, wo verläuft so der schmale Grat zwischen was kann man eigentlich niemandem, keinem Menschen auf der Welt verbieten, auch nicht per Vertrag, und das ist über die eigenen Gefühle, die eigenen Eindrücke, die eigenen Erfahrungen mit was zu sprechen, auch die psychologischen Konsequenzen zu sprechen. Das machen die Protagonistinnen und Protagonisten in unserem Film. Was man sehr wohl verbieten kann als Firma, sind Betriebsinterner, also sagen wir mal Vertragsinhalte oder sei es auch die konkrete Oberfläche von was. Also wir haben eigentlich so die echten Leaks vermieden, weil wir eher auch der Meinung waren, es soll in unserem Film nicht um Leaks gehen oder so oder um irgendwelche konkreten Details, sondern es soll vor allem um die Menschen gehen. Es soll um die Menschen gehen, die diesen Job machen. Wir wollten rausfinden, was beeinflusst diese Menschen, was beeinflusst ihre Entscheidungen, nach welcher Maßgabe treffen sie und was macht dieser Job natürlich mit denen. Und die sind ja alle jetzt nicht mehr in dem Job, aber als ihr angefangen habt, die Aufnahmen zu machen, haben die dann noch in dem Job gearbeitet oder war das für die schon klar, dass sie aufhören, oder kann man vielleicht sagen, dass das eben die meisten es auch nicht sehr lange in diesem Job aushalten oder? Es war ein bisschen unterschiedlich, es gab solche und solche Fälle. Letztendlich mussten wir uns auch bei mehreren Menschen, mit denen wir gedreht haben, dafür entscheiden, sie nicht in den Film aufzunehmen, weil sie einfach in dem Job bleiben mussten oder wollten oder irgendwas dazwischen. Oder auch, weil es zu schwierig gewesen wäre, geheim zu halten, also ihre Anonymität zu wahren. Also es gab zum Beispiel auch einen Fall, das ist auch ein Content Moderator, über den ich im Buch besser schreiben kann, weil er eben da kann ich die Anonymität besser gewähren. Der will Priester werden und macht also parallel eine Ausbildung zum Priester, sieht regelmäßig seinen Priestervater und macht diesen Job. Und für ihn ist das eine Sünde, sich täglich wieder diesen Bildern auszusetzen. Und er lebt jetzt also komplett in diesem inneren Widerspruch und in diesem moralischen Dilemma für ihn. In solchen Fällen haben wir uns dann entschieden, sie nicht in den Film aufzunehmen. Wir wollen auch gerne Sie zu Wort kommen lassen, wenn Sie Fragen haben. Ich mach schon. Ja, machst du? Ja, vielen Dank und Glückwunsch für den Film. Sehr aufklärend. Es ist eine Co-Produktion mit der Ancine, mit der Agência Nacional de Cinema aus Brasilien. Und wir haben uns gefragt, welche Rolle hat die Ancine gespielt. Also das ist eine Agentur, die hochgefährdet ist in Brasilien und wie alle anderen Agenturen in deren Autonomie. Und die Frage ist in der Produktion, ob das, wie bewusst war die Entscheidung, Brasilien nicht zu nennen, weil sowohl politisch war Brasilien komplett involviert in der Sache Fake News und so weiter, was nicht das Thema des Filmes ist, aber menschenrechtlich auch. Also menschenrechtlich wurden Fake News und Images und so weiter, haben die Wahl und die Person sehr beeinflusst und geschädigt. Also inwiefern war die Ancine damit eingebunden oder wie die Entscheidung getroffen wurde, Brasilien ausdrücklich nicht zu erwähnen? Ja, danke für die Frage, die ich natürlich gut verstehen kann. Also mit Brasilien war es so, dass wir das gerne noch aufgenommen hätten als einen eigenen Strang in den Film. Das war geplant schon für diesen Schnitt des Films. Es gibt inzwischen eine andere Variante des Films, in der Brasilien auch vorkommt. Die haben wir zusammen mit Grifa Films in Sao Paulo erarbeitet. Wenn da Interesse besteht, kann ich Ihnen da auch gerne nochmal diese Fassung weiterleiten. Weil absolut, also die Parallelen zu
ja, dem Aufkommen eines autokratischen Führers und auch die Rolle, die Facebook im Wahlkampf gespielt hat, die sind natürlich extrem. So. Also da wäre Brasilien in der Tat ein sehr gutes weiteres Beispiel gewesen. Ja, das war jetzt aus produktionellen Gründen, weil wir damals einfach noch nicht so weit waren und relativ schnell sein mussten dann auf einmal, weil wir beim Sundance Film Festival genommen waren, sodass dann aus der frühen Schnittfassung, in der wir damals waren, dann auch die Sundance-Fassung wurde und dann nahm das seinen Lauf. Aber wir haben eben nachträglich dann noch eine eigene Fassung für Brasilien erarbeitet, die da auch inzwischen, soweit ich weiß, ich hoffe, ich liege da richtig, auch schon gelaufen ist in Brasilien. Muss ich nochmal überprüfen. Ich meine, im Fernsehen, auch im Kino, muss ich nochmal nachfragen. Inwieweit sind eigentlich die Entscheidungen hinsichtlich der in Manila getroffenen Entscheidung in Deutschland gerichtlich überprüfbar? Haben wir dann rechtsfreien Raum, weil sich ein Privatunternehmen eigene Regeln gibt und die dann eins zu eins umsetzt? Oder besteht dann irgendwo eine Grenze, wo wir sagen können, stopp, wir haben ja auch eine Pressefreiheit, die auch für den Bereich des Internets gilt? Das ist ja also hoch prekär, ehrlich gesagt. Unser ganzes System ist ja eigentlich bedroht. Ja, sehe ich auch so. Zumal wir der Meinung sind, dass man jetzt eben auch mittlerweile wirklich von einer digitalen Öffentlichkeit sprechen muss, in der Größenordnung, in der wir uns da jetzt bewegen, die zudem noch halt international ist. Aber rein rechtlich ist es natürlich erstmal privates Gelände, wenn man so möchte. Und diese Firmen haben dort Hausrecht. Und wenn sie sagen, wir wollen nicht nur das entfernen von unseren Seiten, was strafrechtlich entfernt werden muss und was laut Netzwerkdurchsetzungsgesetz mittlerweile auch schnell entfernt werden muss, sondern wir wollen weitergehen. Es gibt Dinge, die zum Beispiel vergraulen einen Großteil unserer Nutzer so sehr, dass wir die dort nicht vorkommen lassen wollen oder die stören unsere Werbekunden oder aus anderen Gründen, die sie nicht benennen müssen, dann können sie auch einfach sagen, das entfernen wir auch. Also da sind die auch natürlich nicht auskunftspflichtig. Also sie legen das dann schon da. Also wenn man sich bemüht, kann man schon diese groben Richtlinien auch einsehen bei Facebook, aber ehrlich gesagt, es ist wie mit dem Kleingedruckten in irgendwelchen Verträgen, wer macht das schon? Und sie sind eben nicht sehr spezifisch und man muss eben auch immer sagen, es herrscht halt, wie wir zumindest das beobachtet haben, eine enorme Kluft zwischen dem, was mal aufgeschrieben wird irgendwo an Richtlinien und dem, was dann in der gebotenen Eile, weil man ja so einen Score erreichen muss, entfernt wird und oft auch einfach aus einem Gefühl heraus entfernt wird. Also uns wurde wörtlich gesagt, ich muss mein Bauchgefühl bemühen, ganz oft, bei ganz vielen Entscheidungen. Ich kann gar nicht das erst nachschauen in den Richtlinien, dann würde ich viel zu lange brauchen. Das heißt, es ist so eine Doppelmoral zwischen, na, wir haben das ja hier feinteilig aufgeschrieben in unseren Richtlinien, wie das zu handhaben ist und wir bemühen uns ja darum, auch Minderheiten vorkommen zu lassen, Minderheitenrechte zu wahren und wirklich auf Einzelentscheidungen dahin zu gehen. Aber das ist nicht praktikabel in dem Zeitrahmen, der diesen Outsourcing-Firmen gewährt wird. Und da stehen diese Firmen so sehr unter Druck, haben wir beobachtet, dass im Training auch wieder wörtlich die Regel ausgegeben wird, don't overthink. Also es wird den jungen Outsourcing-Kräften wirklich nahegelegt, nicht zu viel nachzudenken, lieber dem ersten Impuls zu folgen, weil zu viel Nachdenken wird dazu führen, dass man das überdenkt und dass man dann einfach auch zu lange braucht wieder. Ist ja auch absurd, dass eine Frau Wong nachts Filme überprüft und damit hochpolitische Entscheidungen trifft, ohne dafür demokratisch legitimiert zu sein. Also es erscheint einem völlig abstrus. Eine kurze Frage noch dazu. Gibt es gesetzgeberische Initiativen oder gibt es
Gedankenspiele, das sozusagen in einer gewissen Form zu regulieren. Das ist natürlich bekanntermaßen ein heißes Eisen, wenn man sich mal die Bankenregulierung anguckt. Aber man kann sich natürlich mit der Frage beschäftigen, sei es die Überprüfbarkeit oder sei es der historische Hintergrund, den die Personen haben müssen, Qualifikationsstandards etc. Sind Sie da im Bilde? Ja, also soweit ich das weiß, passiert das halt aus der einen Richtung sehr stark gerade. Also dass zum Beispiel Deutschland so eine Vorreiterrolle eingenommen hat, dass eben strafrechtlich relevante Inhalte möglichst schnell entfernt werden müssen. Und da wird schon ein Druck aufgebaut. Also das kam ja vor allem auf, als so diese Hassrede im Netz sehr virulent war. Und da gibt es jetzt Gesetze dafür, dass eben bestimmte strafrechtliche Inhalte innerhalb von 7 Tagen oder auch innerhalb von 24 Stunden in bestimmten Fällen entfernt werden müssen von diesen Unternehmen. Und wenn sie das nicht tun, dann können sie haftbar gemacht werden dafür und müssen relativ horrende Strafzahlungen leisten. Das führt dazu, dass diese Unternehmen meiner Ansicht nach im Zweifelsfall eher dazu tendieren, mehr rauszunehmen als zu wenig. Das kann man schwer belegen. Auf jeden Fall entsteht da ein Druck. Ja, aus der anderen Richtung entsteht weitaus weniger bis in meinen Augen fast gar kein Druck. Also zu sagen, wir haben den Anspruch, diese Seiten darauf zu kontrollieren, ob sie zu viel löschen oder ob sie irgendwie Minderheitenrechte gewahren oder so. Das passiert deshalb nicht, weil die da eben keine rechtliche Handhabe haben, weil es ja privatrechtliches Gelände ist. Also es ist ja wie, wenn jetzt ein Mallbetreiber sagt, in meiner Mall will ich mich nicht an Polizeigesetze halten, sondern hier herrscht ein Hausrecht, dann hat er ja dieses Hausrecht, er oder sie, der Mallbetreiber. Das ist halt so, glaube ich, die Krux an der Angelegenheit, soweit ich das sehe. Also ich war gerade impulsiv, weil ich den Einwand gehört habe, dass es doch absurd sei, dass Nicole Wong um 2 Uhr nachts 67 Videos analysiert und da dafür keine demokratische Legitimation hat. Also ich finde, dass die Stärke des Films, dass er sehr viele Probleme zeigt und nicht klare Lösungen hinstellt. Also ich fühlte mich als Betrachter des Films irgendwie mitgenommen von all dem Grausamen, was man da sieht, fand es aber angenehm, dass ich nicht in irgendeine Richtung gedrängt werde und dass wirklich von verschiedensten Seiten die Leute zu Wort kamen. Und das Lustige ist, deshalb war ich gerade auch so impulsiv in meiner Meldung, dass ich in dem Moment genau andersrum gedacht habe. Ich habe gedacht, aha, immerhin bei einem so wichtigen Thema wie Saddam Hussein Hinrichtung kommt es zur Chefin, die es dann doch selbst analysiert und es wird nicht entschieden von irgendjemandem in Manila. Ich glaube, dass wir alle und jeder Betrachter dieses Films wahrscheinlich in vielen Dingen sich sehr einig sind, nämlich dass es so nicht laufen darf, dass man ein Problem outsourced und dann wieder die Ärmsten sozusagen Müllsammler sind. Das war ja eine ganz naheliegende Parallele, dass sie sagt, sie will nicht Müllsammlerin sein, am Schluss ist es dann doch. Über diese Ungerechtigkeit und daher auch der Bezug zu Human Rights Watch, das ist sehr klar für mich. Das darf so nicht laufen und die Leute müssen mehr Zeit bekommen und sie müssen die Möglichkeit haben, das nach oben zu spielen und dann eben kann es natürlich auch nicht sein, dass jemand dreimal sagt, er will das nicht und dann am Schluss bringt er sich um. Das ist alles völlig klar. Ich glaube, da sind sich auch alle einig. Aber was für mich als sehr, sehr große Frage bleibt, ist, ja, was wollen wir denn? Also soll jetzt irgendwie der Bundestag entscheiden, ob man die Erhängung im Netz hat oder nicht? Ich will gar nicht in irgendeine Richtung irgendwas sagen, weil das sind für mich einfach riesengroße Fragen. Ich habe auch keine Antworten. Aber ich glaube, das sind die eigentlichen Fragen, die dann nach dem Betrachten dieses Films irgendwie noch im Raum stehen. Also ich bin jetzt auch nicht
ich weiß, oder ist es, ja, ist der Film ein Plädoyer dafür, dass man jetzt das Internet sperrt und es gibt keine Social Media? Nee, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, es besteht auch gar nicht so sehr ein Widerspruch zwischen Ihren Wortäußerungen, soweit ich das sehe. Wofür ich sehr dankbar bin, ist für den, oder was mich sehr freut, ist der Eindruck, dass es um Fragen geht und dass der Film Fragen aufmachen will, weil in der Tat haben wir auch keine Antworten. Also wann immer wir irgendwo auf dem Podium rumhängen und gefragt werden, ja, wie machen wir es denn jetzt anders, kann ich nur sagen, ich kann die Antwort nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln, weil wir, glaube ich, und das ist uns wichtig mit dem Film, erstmal klarkriegen müssen, wir haben es hier wirklich mit einem Epochenwandel zu tun und das passt wirklich wie Arsch auf einmal, dass wir da oben diese Ausstellung zur digitalen Revolution haben gerade, weil es tatsächlich, weiß nicht, ob eine Revolution, aber es ist wirklich ein Epochenwandel, so wie beim Buchdruck wahrscheinlich es gewesen ist, weil wir haben es hier wirklich zu tun. Wir können gar nicht sagen, also wir hatten mal so ein Treffen mit dem Justizminister Maas damals noch und der verglich dann die Posts auf Facebook mit Leserbriefen bei einer Zeitung. Dann haben wir sogar, so richtig das Gleiche ist das halt nicht. Weil das ist, du hast eine ganz andere Situation. Wenn, du hast hier es zu tun mit ganz vielen Produzentinnen und Produzenten von Inhalten überall auf der Welt, die eben nicht mehr journalistischen Standards genügen müssen, bevor sie irgendwie was posten können. Und du hast es mit einer Verbreitung zu tun, die innerhalb von Sekunden Millionen Menschen erreicht. Und die Widerrede, die erreicht weitaus weniger Menschen. Das ist einfach ein psychologischer Effekt. So. Das heißt, man muss vielleicht wirklich nochmal ganz neu drüber nachdenken, wie man es bei diesen Mechanismen mit der Meinungsfreiheit hält, ob man die gleichen Mechanismen darauf anwenden kann, wie in der analogen Meinungsfreiheit für den digitalen Raum. Das ist auch so eine Frage, die mich umtreibt, auf die ich keine Antwort habe. Aber das ist nur so ein Beispiel von vielen, vielen Anschlussfragen, die für uns entstanden sind während des Machens dieses Films, die viel größer sind als irgendwie jetzt so ein Bashing auf Facebook, YouTube, Twitter zu betreiben. Und wir sehen uns eben auch schon in der Verantwortung. Und wir wissen zum Beispiel nicht, selbst Hans, der jetzt nicht da ist, und ich sind uns teilweise uneinig, tendieren mal dazu, sollte man mehr die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer in die Pflicht nehmen und sagen, wir müssen jetzt mal alle so eine Art Mülldienst schieben, so alle paar Tage lang und das demokratisch wieder aufteilen unter uns allen. Aber haben wir überhaupt die Qualifikationen alle dazu? Haben wir die Kapazitäten? Haben wir die Zeiten überhaupt dazu? Das wirklich zu durchdringen, laufen wir da nicht in die gleichen Fallen wie die Menschen, die jetzt innerhalb von ein paar Sekunden irgendwelche Entscheidungen treffen müssen über Inhalte, mit denen sie überhaupt kein Verhältnis haben? Irgendwie schon. Man sieht auch auf Reddit, wozu das führen kann, wenn Menschen das komplett selbst verwalten. Also ist ja auch nicht, funktioniert ja auch nicht reibungslos. Also es ist gar nicht so einfach. Auf der anderen Seite kann man auch nicht sagen, das ist jetzt einfach wie eine große Zeitung oder ein neues, einfach ein anderes Medium so. Und die muss man genauso behandeln wie Zeitungen oder Radiostationen. Das ist es eben auch nicht genau. Deshalb sind diese Anschlussdiskussionen für uns so entscheidend und wir haben die schon viel geführt, an vielen Orten auf der Welt, aber sind auch tatsächlich noch zu keiner Antwort gekommen bisher. Vielleicht klappt es heute. Ja, ich wollte eigentlich auch nochmal auf das Dilemma eingehen, das man ja im Prinzip hat, ja, mit dem, dass wir sagen, ja, der Staat soll uns jetzt sagen und Richtlinien machen, aber dann sind wir halt genau in der Situation wie in der Türkei, dass der Staat die Richtlinien macht und wir die Vorgaben haben. Jetzt sagen wir, unser Staat ist besser, aber wissen wir schlussendlich, wer welche Dinge vertritt, ja, das ist so eine Einteilung in Gut und Böse, dass man sagt, in der Türkei ist es jetzt böse, das heißt, der Staat hat da nicht recht, in Deutschland ist der Staat gut, da hat er recht, und wo sind da die, ja, wo sind da die Grenzen, wer kann es beurteilen schlussendlich? Und das, ich finde, es ist ja auch im Film, manchmal ist es schlecht, dass das jetzt zensiert wird, manchmal ist es gut, dass zensiert wird. Wann ist es die richtige Lösung zu zensieren und wann nicht? Und ja, das finde ich ganz schwierig. Ja, sehe ich auch so. Eine relativ harmlose Frage im Vergleich zu den vielen anderen, die sich stellen.
ein Problem, was relativ am Anfang angesprochen wurde von den Menschen, die diese Menschenrechtsverletzungen in Syrien beobachten und sagen, es ist schade, dass, wenn dieses Material gelöscht wird, es dann auch als Dokumentation nicht mehr zur Verfügung steht. Dafür müsste es doch Lösungen geben, dass man einen Weg findet, wo man das vorher hinschiebt, bevor es dann aus dem Netz genommen wird, dass das als Dokument erhalten bleibt. Ja, also für das reine Archivieren, ja. Jetzt hat das ja natürlich auch eine doppelte, also mindestens eine doppelte Funktion, dass das da hochgeladen wird. Das, oh, warte noch einen Moment. Das schafft ja, soll ja zum einen dem Zweck dienen, dass im Nachhinein Kriegsschuld geklärt werden kann und Ermittlungen gemacht werden können, forensischer Art, in dem dann geklärt werden kann, wo welche Bombeneinschläge auf zivile Einrichtungen stattgefunden haben und durch wen. Aber zum anderen soll es ja auch im Hier und Jetzt ein Bewusstsein wecken weltweit, wo ja, sage ich mal, herkömmlichere Medien auch einer gewissen Bewusstseinsökonomie unterliegen. Also Tageszeitungen berichten ja inzwischen weitaus weniger häufig über den Syrienkrieg als noch zu Beginn des Krieges, obwohl er immer noch stattfindet, als nur ein Beispiel von vielen Kriegen weltweit. Und da haben natürlich ja eigentlich auch mal soziale Netzwerke so die Hoffnung geweckt, dass da vielleicht andere Mechanismen greifen oder dass die sogenannten Bürgerjournalistinnen da auch so eine Lücke auffüllen können oder sich immer wieder in Erinnerungen rufen können oder ihre Anliegen. Und wenn das keinen Platz mehr hat auf sozialen Netzwerken, weil die in erster Linie angenehme Orte werden wollen oder eine Mehrheitsgeschmack Folge leisten sollen oder kinderfreundlich. Also das ist auch zum Beispiel, ganz kurzer Exkurs dazu, es gibt ja verschiedene Gruppen, Lobbygruppen, die Einfluss nehmen auf die Gestaltung dieser Policies. Das ist zum Beispiel etwas, was in dem Film ein bisschen kurz kommt. Und dazu gehört zum Beispiel, also da gehören viele zweifelhafte Organisationen dazu, aber auch so etwas wie das Family Safety Institute. Und das hört sich erstmal ganz gut an. So, es ist ja gut, wenn die sich dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche nicht zu Schaden kommen durch soziale Netzwerke. Deren Einfluss, der ziemlich stark ist im Silicon Valley, führt aber auch dazu, dass die sozialen Netzwerke dazu tendieren, sich immer mehr kinderfreundlich, familienfreundlich zu machen. Und da ist dann schon die Frage irgendwann, warum muss ein soziales Netzwerk, das eigentlich für Erwachsene gedacht ist, kinderfreundlich werden? Also warum müssen die Inhalte irgendwann so gestaltet sein, dass da Kinder auch ohne Probleme drauf rumsurfen können? Das weiß ich nicht, leuchtet mir zum Beispiel nicht so richtig ein. Und ja, über diesen Einfluss solcher Gruppen müsste man halt viel mehr wissen. Man müsste, das müsste transparenter gemacht werden. Das dürfte auch nicht nur diesen, also wenn sie so etwas wie die digitale Öffentlichkeit sein sollen und wir das alle wollen, dann wiederum müsste es ja tatsächlich auch demokratische Sache sein, zu bestimmen, welche zivilgesellschaftlichen Vertreter und Vertreterinnen da Einfluss nehmen auf diese Gestaltung, wenn das der Wunsch ist. Ich hätte auch gerne mal eine Frage. Also ich fand es sehr, sehr interessant, auch zu sehen, man hat dieses Internet, denkt man, wird immer schlauer durch dieses Internet. Auf der anderen Seite wird es immer mehr zu einer Blackbox, weil man eigentlich gar nicht weiß, was man für Informationen bekommt und wie sie gefiltert worden sind. Was mich mal interessieren würde, ist, neben dieser ganzen Pressefreiheit-Thematik, ist, warum Manila? Also es hatte mich gewundert, auch als ich mir im Vorfeld des Filmes so ein paar Informationen dazu gesucht habe, warum ist dort auf einmal so eine, ich würde sagen mal, so eine Art Fabrik, da scheinen ja mehrere Firmen dort, Drittfirmen anzuwerben, die haben, ich bin in den Philippinen ja auch im gewissen Kulturkreis, macht Facebook, Google oder Twitter, suchen die sich auch andere Länder mit, also zum Beispiel in den USA oder in Europa, wo sie solche Büros haben und wie ist dann, wie sind die Anteile davon und warum, wie gesagt, so stark Philippinen und wie. In dem Film wird das auch angesprochen, dass die ein Training machen. Was versteht man unter so einem Training? Also sind das ein, zwei Tage oder was wird denen dann beigebracht? Ja, danke für die Fragen. Also es gibt
mehrere Standorte weltweit, wo diese Arbeit gemacht wird, also für die bekannten sozialen Netzwerke gibt es da viele Outsourcing-Destinationen weltweit. Unter anderem gibt es auch ein kleineres Büro in Berlin, es gibt auch ein kleineres in Essen. Also man kann nicht sagen, es ist so, dass alles in Manila stattfindet oder alles nach dorthin outgesourced wird. Gleichwohl ist Manila einer der ältesten Standorte für diese Form von Arbeit und es ist der mit Abstand größte, also zahlenmäßig weltweit in der Summe. Wir haben uns das auch gefragt, warum Manila, also wir hatten zuerst immer an Indien gedacht, ehrlich gesagt, oder an Pakistan. Es gibt eine Wissenschaftlerin in den USA, Sarah T. Roberts, eine Medienwissenschaftlerin, und die hat uns so auf die Spur gebracht, das hat vor allem kulturelle Gründe. Also zum einen liegt es natürlich daran, dass sie Englisch gut sprechen. Es hat da jahrhundertelang Kolonisation stattgefunden. Erst waren die Spanier da, dann die Amerikaner. Die Spanier haben den Katholizismus gebracht, also um die 80% dort sind Katholiken. Offenbar war so die Idee, dass die christlichen Werte aus den USA sich ganz gut treffen mit den christlichen Werten, die die Filipinos angenommen haben, dank der Kolonisation. Und dass sie deshalb vermeintlich eine große kulturelle Nähe haben zu den USA und auch zu weiten Teilen Europas. Wenn man da sich ein bisschen aufhält, dann stellt man schnell fest, dass der Katholizismus dort ganz andere Erscheinungsformen hat als in, zumindest ich bin auch zur Kommunion gegangen und so, und in meinem Kommunionsunterricht war das irgendwie eine ganz, andere Religiosität. Dort gibt es T-Shirt-Marken für junge Leute, wo Leute irgendwie auf ihren T-Shirts stehen haben, God makes me unstoppable, my faith makes me limitless. Es gibt diese Kreuzigung unweit Manilas, die man dort gesehen hat im Film. Viele junge Menschen posten regelmäßig Bibelpsalme auf ihren, also in ihre Social Media Feeds. Also es hat einen großen Einfluss auf das Denken, auch junger Leute. Und entsprechend vermitteln sich damit natürlich auch bestimmte Werte, was sündhaft ist und was nicht. Und das ist ein relativ orthodoxer, sind oft relativ orthodoxe Formen, diesen Glauben zu leben. Genau, die Schulungen, das Training. Also es sind so Crashkurse, die die dort durchlaufen. Also als wir da waren, gab es eben gerade in Europa sehr viel Hetzposts, Hassposts, Rechtsradikale. Und wir waren überrascht von Content Moderators in Manila zu hören, dass sie jetzt gerade nochmal einen Auffrischungskurs Nazi-Symbole identifizieren hatten. Also die haben dann da zum Beispiel so Bilder-Trainings durchlaufen, wo Abbildungen von Ratten und Öfen und anderen antisemitischen Symbolen waren und sollten dadurch fit gemacht werden, dafür rechtsradikale Posts zu erkennen und zu deuten. Aber natürlich hat jemand, der so mal in so einem Paar-Tage-Training sowas durchläuft, keine Ahnung von den Kontexten, kann Satire nicht von gegenteiligen Posts unterscheiden, versteht die Sprache nicht. Sprache ist noch ein anderes Thema. Es ist ja oft nicht zu trennen, Text und Bild, sondern oft sind Bild und Text verschränkt. Das heißt, diese Posts landen dann auch in Manila und sie haben uns dann gesagt, oft helfen sie sich einfach mit Google Translate aus. Also lassen sie dann halt diesen Textanteil durch Google Translate laufen und das wird dann halt so mehr schlecht als recht übersetzt. Ja, ich habe dazu ergänzend auch die Frage nach den Inhalten. Ich wollte auf die Sprache auch kommen. Es muss ja eigentlich für jedes Land, für jede Sprache muss es ja kompetente Cleaner geben sozusagen. Und ich wollte noch ergänzend fragen, inwieweit das jetzt auch zusammenhängt mit der Diskussion über die neue EU-Richtlinie, über die Urheberrechtsschutz, wo ja auch Inhalte bei YouTube geprüft werden, auf Urheberrechtsverletzungen mehr als vorher, ob das irgendwie verlinkt ist und ob das die gleichen Leute machen oder wie das funktioniert, ob sie das wissen? Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt, wer diese Urheberrechtsverstöße handhabt.
ich habe einen großen Verdacht, dass das in den gleichen Büros passiert. Ja, aber, und das hängt eben mit der Geschwindigkeit zusammen, die verlangt wird von Gesetzesseite, also die müssen bei solchen Urheberrechtsverletzungen, genauso wie auch bei eben in Deutschland akut strafrechtlich relevanten Inhalten sehr schnell sein, oft ja innerhalb von 24 Stunden. Und die Firmen gehen deshalb mehr und mehr dazu über, solche Upload-Filter zu benutzen. Das heißt, automatische Bilderkennungsprogramme darüber laufen zu lassen. Die kommen auch schon lange zum Einsatz, aber bisher war es so, dass es immer eine, zwei Spuren gab. Die haben zwar vorsortiert, also einen Verdacht markiert, dass ein Bild angeschaut werden muss, aber dann landete das eben bei diesen Content Moderators, die das sich dann anschauen sollten. Wenn der Druck jetzt so steigt durch diese Urheberrechtsrichtlinien und diese strafrechtlichen Richtlinien, dass innerhalb von 24 Stunden alles bewältigt werden muss, dann liegt der Verdacht nahe, dass in vielen Fällen nur dieser Upload-Filter greift, der dann, sobald jemand was hochlädt und die Bilderkennungssoftware darauf zugreift, das automatisch raussortiert, bis sich jemand beschwert. Das hat dann zur Folge, wenn das massentauglich wird, dass in Zukunft die Öffentlichkeit gar nicht erst zu sehen bekommt, was rausgenommen wird. Bisher war ja irgendwie immer so die Maßgabe, größtenteils nach dem Prinzip der, wenn Menschen klagen, wenn Menschen das flaggen, anzeigen, dann das kontrollieren zu lassen. Aber das scheint sich gerade so ein bisschen zu wenden. Insofern ist auch das wieder ein zweischneidiges Schwert, wenn der Gesetzgeber Druck ausübt. Das ist einerseits natürlich verständlich und bei vielen Inhalten auch sicher angebracht, aber es kann eben auch dazu führen, dass die Öffentlichkeit sich immer weniger gewahr wird darüber, wie eigentlich so Stimmungslagen in der Öffentlichkeit sind, mit was Menschen sich so gedanklich oder tatsächlich umgeben wollen. Ja, es entsteht im Grunde auch so eine Art Untergrund, den wir gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Und das ist viele, viele Fragen. Ja, ich denke, wenn Sie keine Fragen mehr haben, letzte Frage, die mich interessieren würde. Sie haben jetzt einen tiefen Einblick genommen in das, wie ich schon finde, auch teilweise sehr subjektive Löschen oder subjektive Bewerten, logisch. Hat sich Ihr Social Media Verhalten durch den Film verändert? Ist es dasselbe geblieben oder hat sich da was verändert? Ja, shame on me. Also ich bin gerade sowohl noch auf Facebook als auch auf Twitter als auch auf Instagram. Ich nutze es nicht sehr viel, muss ich sagen. Und wenn ich es nutze, dann meistens für den Film zu bewerben oder zu diskutieren. Was ich dann irgendwie auch ehrlich gesagt ganz interessant finde, das da zu machen und zu schauen, dass man sich in den Kreis der Nutzerinnen begibt und mit denen, die das sehr viel nutzen, am meisten darüber diskutiert. Es wäre ja irgendwie jetzt auch Quatsch zu sagen, man diskutiert am meisten mit denen, die es eh nicht nutzen. Aber andererseits, ehrlich gesagt, also Instagram, wohin ja jetzt gerade viele junge Leute überwechseln von Facebook, gehört Facebook, WhatsApp gehört Facebook. Also letztlich muss man da schon weitaus radikaler mal rangehen. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so richtig zu dem Entschluss gekommen, welche Richtung das gehen sollte, weil sich zurückziehen und jetzt nur noch E-Mails verschicken, kann es irgendwie auch nicht sein. Wir müssen halt wahrscheinlich doch nochmal mit ein bisschen mehr Nachdruck über Alternativen nachdenken und vielleicht aktiver mitwirken an dem Aufbau solcher alternativen Plattformen. Es gibt da auch Ansätze. Erfordert Zeit und Kraft und ich hoffe, dass ich mich dafür nochmal einsetze, ja. Also vielen Dank, dass Sie gekommen sind aus Wien und Sie werden ja noch ein bisschen Zeit haben, vielleicht auch noch für Gespräche. Wie gesagt, vor dem Saal sind Sie auch noch da und Sie können sich sicherlich noch persönlich noch kennenlernen. Dankeschön. Ja. Vielen, vielen Dank.